Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, diesmal gehen wir über den Anti-Atlas in die Berge hoch. Wir besuchen einen Grand Canyon, dann auch ein Loch in einem Felsen. Und danach gehen wir auf Entdeckung, nämlich Zeichnungen, die ganz alt sind, erkunden wir irgendwo in einem Flusstal. Dann geht es nach Ait Mansur, das ist so eine Palmenoase, wo ich da durch den Busch fast fahre. Und zum Schluss dann auch wieder über die Berge nach Tafraroute. Okay, dann viel Spaß beim Schauen. Jetzt geht es wieder raus da nach Fask und dann in den Anti-Atlas. Jetzt ein bisschen über die Berge zurück, langsam. Ja. Ich fahre jetzt da mitten durchs Land, mitten durch die Berge, rundherum, super schöne Berge, eine schöne Ebene, ja, wie immer auf Polar Steps, könnt ihr gucken, wo das war. Ja, lustig, auf diesem Platz war ich schon mal. Bin da offenbar schon mal durchgefahren, Erinnerung gekommen wach. Tja, lange her. Dieses Dorf heißt Tagiit. Tagiit, wo ich schon mal durchgefahren bin. Man schaue links auf diese Erosion. Da ist eigentlich ein Flusslauf, ja, wenn es dann Wasser hat. Wunderschöne Landschaft hier. R107 links abbiegen Richtung Tafraroute. Man schaue links, das Dorf auf dem Berg. Es war natürlich rechts, nicht links. Ja. Und das nächste Dorf, das ist der Anti-Atlas. Hier haben sie die Straße links rum gemacht, weil sie rechts kaputt ist. Also ein völlig neuer Weg links rum, weil rechts ein großer Flusslauf ist. Leider führt der Fluss kein Wasser, aber trotzdem schön zum Anschauen. Einfach nur wow, Gott, ist das schön. Hat auch kaum Verkehr, weil die Spritkosten sind relativ teuer für die marokkanische Bevölkerung. Deswegen bewegen die sich vor allem in den Dörfern. Wir treffen wieder auf eine Oase. Da ist noch fast das alte Marokko, wobei es viele neue Gebäude hat. So wie es aussieht, müssen wir da hoch auf diesen Pass, da wo der Turm ist, vermutlich. Jawohl, da müssen wir hoch, durch das Dorf durch. Ich stehe jetzt hier oben an der Straße links, da kann man stehen, weil es kommen eigentlich keine Autos. Und mir tut sich dieser Anblick auf. Wunderbar, ihr seht da Altstadt, Neustadt, ein bisschen vermischt da. Seht ihr, das war so, sah es früher aus, alles in dieser Farbe mit diesen
ja, Stein- oder Lehmhäuser. Jetzt halt kommt da auch Beton dazu. Aber wunderbar. Der Ortschaft heißt Smoguen. Wir erreichen Ikmir. Rechts die Mauer, obendrauf das Aquädukt. Jetzt geht es ganz steil einen Pass hoch im zweiten Gang. Es ist ziemlich steil. Das ist nicht etwa Fahrverbot, sondern eine 60er-Tafel, die verblasst ist. Und es geht wirklich steil hoch, zweiter und dritter Gang. Ja, unser Ziel ist eigentlich auf der anderen Seite rechts. Für das muss ich den ganzen Berg umfahren. Wir waren schon in Ikmir oder so, war das Tal, aber da ist nicht befahrbar. Ich bin hier jetzt auf 1350 Meter, das ist etwa die Höhe des Anti-Atlases. Hier geht es rechts nach Acorda. Da hinten soll der Grand Canyon des... Nach 300 Metern, leicht links abbiegen. Von Marokko sein, ich wollte fast sagen vom Oman. Noch 2,6 Kilometer, dann sind wir am Ziel. Es geht steil runter, zweiter Gang. Dann öffnet sich der Grand Canyon von Marokko. Ich habe jetzt hier angehalten. Juhu! Wegen diesem Loch. Ja, ich glaube, das ist natürlich. Jetzt ist dann Endstation, da geht es dann bald nicht mehr weiter. Noch ein Stück, dann kommt ein Dorf. Bis hierher kann man fahren, dann ist es fertig. Wir sind jetzt ins Dorf reingelaufen. Jetzt müssen wir hier durch, aber hier ist der Katzenschiff gerade. Und jetzt ist gegangen. Ja. Da unten im Flussbett, ein bisschen versteckt, gibt es einen Tunnel. Das ist der Tunnel. Da kommt man auf die andere Seite. Wunderbar. Der Flusslauf macht dann großen Bogen und jetzt ist man da draußen in einer Oase. Wow. Aber Achtung, da geht es richtig runter. Oder eben. Ja, man kann da auch rundherum laufen. Ich glaube, das machen wir. Wir laufen jetzt um das Flussbett, ein Flussbett entlang, wieder rundherum und kommen dann wieder auf die andere Seite vom Tunnel. Ein bisschen laufen tut gut. Hier gibt es sogar Rebhühner, die sind jetzt gerade alle weggeflogen mit einem riesen Mais. Jetzt sind wir im Palmenhain oder was davon noch übrig ist. Bin ich einmal rundherum von da gekommen. Da unten ist der Durchgang. Ihr seht, da ist eine Felswand dazwischen. Der Flusslauf geht da einmal rundherum. Und jetzt bin ich da hoch, halb geklettert. Ruinen. Also da oben halb ist ganz schön gefährlich, nicht auf den Häuserdächern laufen, wenn dann an der Mauer entlang.
falls es zusammenbricht, wie hier. Jetzt gehen wir wieder zurück. Nicht nur bei uns, so auch hier gibt's Wasserzähler. Ja, und so sieht das aus hier. Also ich laufe eigentlich irgendwie durch Zufall. Jetzt sehe ich aber nichts mehr. Ja, super. Geht's raus, ja. Es geht raus. Aufpassen, dass kein Loch ist. Ich nicht reinfliege, aber hier ist eine Treppe. So, ich bin wieder auf dem Hauptweg. Und so sehen heute die Häuser auf. Alle renoviert. Alle verputzt. Das war früher nicht so. Ja, es ändert sich halt alles. Offenbar kommt ein bisschen Touristengeld rein. Wir fahren wieder hoch. Bin wohl jetzt der letzte Tourist. Nachmittags um 3 jetzt. Und zum Grand Canyon hoch, da übernachten wir. Es sind 5 Minuten, 10 Minuten Fahrzeit. Da oben ist das Loch wieder. Das war jetzt der Grand Canyon und jetzt fahre ich weiter zu Petroglyphen, suche die auf jeden Fall. Hatte noch ein Follower, sage ich mal, der meine Videos einfach schaut, mit Besuch quasi, haben zusammen da übernachtet. Immer wieder schön, Leute zu treffen. Ja, jetzt geht's aber weiter. Das sieht geil aus. Wow. Eid Bolu. So, hier geht es rechts. Jetzt geht es aber da im Flussbett weiter. Es gibt da eine Piste zum Glück. Und mal schauen, wie weit ich komme, sonst laufe ich den Rest. Ich gehe weiter mit dem Fahrrad, für das habe ich es ja. Weil es ist doch ein Stück und ja, muss alles wieder zurück, ist im Flussbett, übernachten da sowieso. Nicht unbedingt empfehlenswert, also geht's mit dem Rad. Also das Tal ist riesig und die Position ist da, wo das Fahrrad ist von Google. Aber ja, jetzt habe ich da genau geguckt und da oben sehe ich's. Da sind die Zeichnungen. Jetzt muss ich da hoch. Also da sind sie, ich habe sie gefunden. Ist das geil? Wie in Saudi-Arabien, hey. So, jetzt mache ich einfach Fotos. Ja, hier wurde eine andere Technik angewendet, nämlich mit einem spitzen Gegenstand wurde die Zeichnungen eingezeichnet. So. Aber in Saudi-Arabien, da ist es mehr reingekratzt. Das ist der Beweis, dass es nicht derselbe Mensch war. Ja, oder dieselbe Kultur oder Volksgruppe. Aber interessant,
mehrere tausend Jahre, schätze ich. Und ich habe es gefunden. Und plötzlich bin ich auf einer sehr guten Straße oder Piste, weiter unten halt weggeschwimmt, und überall sieht man auch, dass hier mal Plantagen betrieben worden sind. Interessant. Ja, wir gehen jetzt zu nächsten Zeichnungen und hoffe, ich finde sie. Ich musste jetzt in einen Seitenarm einbiegen. Da ist ein prähistorisches, also keine Ahnung, ob man das so sagt. Keine Ahnung, ist das ein Friedhof vielleicht, schätze ich mal. Von ganz früher. Wahnsinn, da hinten haben sie vermutlich gelebt. Da hinten sind jetzt auch die Felszeichnungen. Ist natürlich sehr, sehr interessant. Mit dem Bike geht es am einfachsten, sind doch mehrere Kilometer. Und in den Open Street Karten sind die Sachen sogar eingezeichnet als Sehenswürdigkeit. So, irgendwo hier muss es sein. Also irgendwo da an dieser Wand müssen diese Zeichnungen sein. Ich versuche sie mal zu finden, weil Google gibt völlig falsche Positionen an. Also es sind nochmal 300 Meter oder so. Aber OpenStreetMap, die sind ziemlich genau, weil das Leute wie ich eintragen. Ja, nach Karten ist das oberhalb da. Da ist eine große Stufe, dahinter muss das sein. Ich weiß nicht, wo ich da hochkomme. Und ich habe die falschen Schuhe, nur Sandaletten. So, da sehe ich eine Möglichkeit. Der erste Teil ist einfach. Und dahinter muss ich dann schauen, ob ich da überhaupt rüber komme. Ja, muss ein bisschen klettern, aber das mit Vorsicht. Da muss ich hoch. Das sollte gehen. Und da oben müsste es dann irgendwo sein, hoffe ich. So, das nächste Plateau erreicht. Jetzt müsste es da irgendwo rechts sein, aber der Fels sieht da ziemlich kaputt aus. So, mal schauen, ob wir es finden. Der Angie, habe ich gesagt, sie soll unten warten. Die macht das schön. Wartet schön im Schatten. Irgendwo, da muss es sein. Ja, guckt euch das an. Eine Höhle. Vielleicht ist da drin. So, mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass da drin ist. Na, Position nicht. Aber hier haben sicher mal Tiere drin gelebt. Da sieht man Wespen oder irgendwas. Zum Glück sind alle weg. Ja, interessant. Oh je, jetzt bin ich nochmal höher. Aber es ist noch höher. Es ist da oben. Es sind noch etwa 30 Meter. Aber da komme ich nicht hoch. Ja, falscher Weg gewählt. Ich bin wieder unten. So eine Scheiße. Ja. Da oben war ich. Aber es hätte ganz hoch müssen. Scheiße. Ja, mal gewinnt man, mal verliert man. Vermutlich kann man da hoch. Ja, das ist sicher möglich, aber nicht mit diesen Schuhen. Ich habe nämlich einen blutenden Zehen, nicht schlimm. Dafür haben wir diese Grabstätte ersichtet, vor islamischer Zeit sicher. Und ich bin weiter unterwegs, fahre jetzt im nächsten Tal fast wieder zurück. Nach Ait Mansur. Links abbiegen. Hier musste ich links abbiegen, um nach Ait Mansur zu kommen. Bisschen eng, aber es geht. Da rechts. So haben früher die Dörfer ausgesehen, diese Berberdörfer.
Ich denke, da wohnt niemand mehr, das sind nur noch Ruinen, weil diese Häuser halten nicht lange, da muss man sicher alle 5 oder 10 Jahre wieder was machen, sonst zerfallen sie. Und da gibt's gleich Futter, hä? Wunderschön da, hä? Gott, ey. Ja, da ist noch richtig wie früher, teilweise. Ja, die Straße schmal, steil, rechts das Dorf. Traumhaft. Aber es geht auch mit einem LKW. Genügend breit, kein Problem. Oben angekommen über die Kuppe und gleich wieder runter. Ein Traum hier hinten. Das ganze Wet, eine Palmenoase. Ja, eng, aber gut befahrbar. Es ist wunderschön, es macht Spaß. Oh, jetzt macht es keinen Spaß mehr. Jetzt sind diese Palmen. Ja, dann werden die halt auf die Seite gedrückt. Die sind zwar ziemlich zäh. Aber nicht schlimm. Es ist zwar eng, aber noch geht's. Ist ziemlich eng, aber meine ist ja groß. Mit den kleinen ist das noch einfacher. Echt wie ein Dschungel hier, ey. Keine Ahnung, wie lange jetzt schon. Schon über 100 Meter. Wieder eine Lichtung, also ich bin nicht der einzige Touri hier. Gute 500 Meter, ein Dschungel. Oh, jetzt kommt ein Dorf, das wird Ait Mansur sein. Und ich weiß nie, ob ich da noch ein Problem kriege oder nicht. Douar Damisot heißt das Dorf. Wunderschön da, es fließt richtig Wasser. Ja, wenn ich jetzt jemand gefragt hätte, ob ich hier durchpasse, dann hätten die sicher Nein gesagt. Es ist manchmal wirklich Millimeterarbeit. Aber mit der Dachkamera sehe ich die großen Äste, die Blätter oder so, das kleine Zeug ist nicht das Problem. Boah, guckt euch das an, ey. Gott, wann habe ich das letzte Mal Wasser gesehen, ey? Schon lange her. Ich mein Kuh. So, ich habe hier übernachtet. In der Nacht hatten wir Besuch. Hier gibt es Wildschweine und meine Wölfe schlafen ja draußen. Ja, das war ein Gebelle, die haben sie verjagt. Eines kam sogar zum Camper. Ich habe es gesehen, aber es war ziemlich dunkel. Aber ja, also, jetzt fahren wir dann bald weiter. Jetzt geht es raus von Ait Mansur nach Tafrarut. Wieder einmal mehr. Wie die alten Passstraßen in der Schweiz in den 60er Jahren sieht es hier aus. Ey.
Das waren noch Zeiten. So, immer wenn ich ein paar Puppys sehe und Hunde, dann gibt es Tierfütterung. Der zweite da ist ziemlich scheu, der haut gleich ab. Sehr ängstlich, also jeder, es hat für alle genug, sogar für die Katzen. Aber ich glaube, die haben am meisten. Und da sind die Puppys. Der Kleine da ist nicht. He? Jetzt helfen auch die Einheimischen noch mit, Futter verteilen. Hier oben geht's langsam los mit diesen schönen Steinen. Da oben sind sie, diese schönen Steine. Wunderschön. Und dieselben habe ich in Saudi-Arabien gesehen, die sind ziemlich, ja, ziemlich gleich. Ich finde die einfach schön. Aber wenn man sie naturell lässt. So, ab hier ist unbefestigte Piste, Straße. Und da oben sind sie, die Steine. Da bin ich vor 6 Jahren, glaube ich, gestanden mit Grenzenlos, heißt der, 2000, glaube ich. Ja, die haben da recht richtig gemalt. Früher waren die nicht so alle blau, viel weniger. Eigentlich schade, ich finde es, ja, mir gefällt es nicht. Ich habe es lieber naturell. Aber ist natürlich ein Anziehungspunkt. Ja, früher war hier alles voller Camper. Aber jetzt wird man, glaube ich, verjagt. Habe ich gehört, ja, man sieht es auch. Fast keine mehr da. Sieht das von näher aus. So, da vorne stehen ein paar, vielleicht kennen die mich, der eine oder der andere, mal schauen. Sieht nach einem Park von Eiplatz aus. Mal Hallo sagen. Ciao, come stai? So, eine italienische Touri-Gruppe mit allen Sprintern. Sie haben hier nicht übernachtet, Pause gemacht wie ich. Ich stehe da ein bisschen schräg und jetzt fahren sie gleich weiter. War mal nett, wieder Italiener zu treffen. Kleine Fahrradtour durch diese wunderschöne Landschaft. Da gibt es viele Fahrradtouren, die man machen kann. Kann ich sehr empfehlen. Wir verlassen die blauen Steine. Fahren da Piste nach Tafra Rud. Gleich weiter raus aus Tafra Rud, voll Tourismus, überall wird man angequatscht, wenn man anhält.
was ja eigentlich nicht das Problem ist, aber ja, ich suche ein bisschen die Einsamkeit. Weg sind sie, sorry. Ui. Haben wir uns schon mal gesehen? Nein, oder? Wir haben schon ein paar Mal geschrieben, dass wir uns da treffen, allenfalls. Echt? Ja. Also da, irgendwo mit der Hildegard, hast du auch schon geschrieben. Ah, du bist der, jetzt ist ja, alles klar. Jetzt sind sie schon da, das ist jetzt aber schnell gegangen. Ja, ein Gas geben. Und? Okay, ja. Bist du da freut oder fährst du weiter? Ich bin jetzt gerade in der blauen Stein und jetzt habe ich will rausfahren. Also zum Zeug aus, ja? Ja, genau. Wir fahren jetzt mal auf den Sammelplatz. Hoi! Hoi! So sieht man sich, so trifft man sich. Ja, jetzt, jetzt. Weißt du, die Besinnung da vorne? Hoi, hoi. Sabine, hoi. Der Röhn. Nur immer gehört, der Röhn. Ja, ja. Genau, hinten steht, wo man da kommt der Röhn! Du bist mit ihm oder hast du deine eigene? Das ist meine Fotografin. Okay, schön. Ja, etwa 2500 Fotos mittlerweile. Ja, ja, dann schon Fotografin, okay. Ja, da trifft man Leute. Ich habe mit denen schon lange mal geschrieben. Es ist eine Gruppe, die da zusammen nach Senegal runterfahren. Die habe ich jetzt getroffen. Und jetzt bleibe ich eine Nacht bei ihm und dann fahre wieder zurück. Das ist die Gemeinschaft, wir haben jetzt gerade zusammen gegessen und jetzt gibt es noch Reste für mich, Töpperwehr. Da muss ich nämlich die nächsten 1-2 Tage nicht mehr kochen. So. Aha, so. Sag mal hallo. Hallo. Das hier ist der große Gemeindeplatz, wo man schön stehen kann, freistehen. Man zahlt eine ganz kleine Gebühr. Es hat Platz, es ist weitläufig, man kann sich da auch in die Ecke stellen oder man steht ganz alleine wie der. Alles möglich. Ich bin jetzt ja 2 Nächte da gewesen mit einer Gruppe und jetzt fahre ich dann weiter. Gestern kam ich noch der Eddie mit Frau besuchen. Die haben wir das letzte Mal in Saudi-Arabien gesehen. Mit ihm bin ich im Oman durch die Wahiba Sands gefahren. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ihr das Video gesehen habt. Ja, er ist da, steht halt neben dem Camping, weil er die Camping unterstützt, wie er sagt. Jawohl. So, das war es wieder vom Meer. Es geht aber noch mal weiter in Marokko und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Macht den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Macht ein Abo und ja, empfehlt mich auf jeden Fall. War schön und bis zum nächsten Mal und tschüss.